Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal weiter mit unserem Technikon und da haben sich wirklich einige gewünscht, dass wir E wie Ethanol machen. Ich habe in den ganzen Videos und in den Livestreams immer mal nachgefragt, was können wir machen. C wie Kennbus oder C wie Carbon steht noch aus. Wir machen heute einfach mal mit E wie Ethanol weiter. Da habt ihr mir auf jeden Fall einen richtigen Jackpot gegeben, weil E wie Ethanol zwar höchstgradig interessant, aber wird wirklich ein schwieriges Video für mich. Muss ich mal gucken, wie ich mich da hier definitiv heute mal durchperforme. Ah, Spickzettel und dann passt das. Ja, ja, genau. Ich habe so ein bisschen mal geguckt und so weiter. Versuche euch einfach ein bisschen was zu erzählen. Und ja, ich denke mal, euch geht es bei dem Ethanol wirklich rein darum, Ethanol als Kraftstoff im Auto. Ich denke nicht, dass ihr mit dem Ethanol irgendwas verdünnen wollt, Alkohol raustrinken wollt oder irgendwas anderes mitmachen wollt. Nee, wir beziehen uns wirklich auf die Verbrennung. So, los geht's. Was ist eigentlich Ethanol? Ethanol ist eigentlich purer Alkohol. Punkt. Danke, Video vorbei. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Nee, Ethanol ist wirklich purer Alkohol. Das heißt, theoretisch, wenn ihr E100, 100 ist immer lass mich überlegen, wie ist der Fachbegriff dafür, die Volumenzahl. Also 100 heißt 100% Ethanol. Heißt, daraus könnte man tatsächlich jegliche alkoholisierten Getränke machen. Das heißt, man könnte zum Beispiel Wodka rausmachen, wie auch immer. Und genau deswegen ist dieser Alkohol, wenn er 100% hat oder 99, piep, immer nur im Handel erhältlich mit dem Zusatz, dass er vergelt ist. So, vergelt heißt, er ist so bitter gemacht, dass man da keinen Schnaps mehr rausbrennen kann. So, sonst könnte man Alkohol rausmachen, also Schnaps. Das heißt, er wäre wieder steuerpflichtig. Deswegen ist jeglicher 100%iger Alkohol, den man kaufen kann, immer vergelt. Das heißt, wenn ihr euch jetzt für einen Kamin den Ethanol bestellt, könnt ihr euch da keine Getränke rausmachen, weil es wird am Ende nicht schmecken. Ach, schade. So, das ist aber auch dann wiederum dieser Geruch, den man ganz oft in der Nase hat. Wenn ihr ein Auto auf Ethanol riecht, was diesen Sprit aus dem Internet drin hat, das ist nämlich immer dieser leicht brennende Geruch. Der eigentliche Bioethanol-Kraftstoff, da kommen wir jetzt zu, Bioethanol, damals E85, gab es glaube ich irgendwie Anfang der 2000er, ging das so los. Wie ich gerade schon gesagt habe, 85 Volumenzahl, das heißt 85% Ethanol, 15% ganz normalen Kraftstoff. Roch nicht so. Jeder von euch, der mal so ein Ethanol-Auto von der Tankstelle gerochen hat, ich werde diesen Duft nie vergessen, weil es roch wirklich höchstgradig immer so ein bisschen süßlich, wie Fritteusenfett fand ich immer. Einfach geil. Man hat es direkt beim Anlassen. Ich werde diese Abende auf der Fahrenwalda, diese Abende, wo einer damit gefahren ist, werde ich niemals vergessen, weil es roch einfach gut. Aber ist das der gleiche Geruch wie jetzt zum Beispiel in Marius Golf? Nein. Okay, kommen wir gleich noch zu. Genau. Ja, also wie ich gerade schon sagte, dort haben wir immer das Internet aus dem Internet bestellt. Dort haben wir immer den Ethanol aus dem Internet bestellt, haben den gemischt und dann riecht der so ein bisschen. Ja, weil ich finde, der riecht so ein bisschen süßlich nach Kirsche oder sowas in die Richtung. Ja, nee, also da war es auf jeden Fall noch was anderes. Also jeder, der diesen Kraftstoff noch kennt. Ja. Dann hat die EU irgendwann ein Gesetz, ich glaube 2005, rausgebracht, dass bis Ende 2015 Bioethanol befreit ist von der Energiesteuer. Deswegen war dieser Kraftstoff auch so günstig an der Tankstelle. Ich weiß noch, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, es gab in Hannover so 3, 4, 5 Tankstellen, hat der Kraftstoff an der Tankstelle 65 Cent gekostet. Der Liter. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. So, und dann ging es immer weiter hoch, bis wir dann irgendwann bei 90 Cent bis einem Liter waren. Bis es dann irgendwann 2015 allmählich ausgelaufen ist, weil dort die Subvention ausgelaufen ist. Das heißt, die ganzen Tankstellen hätten die Energiesteuer oben drauf packen müssen und in dem Moment war es natürlich für die nicht mehr rentabel, das Zeug zu verkaufen. Mhm. So wie erstmal zur Geschichte. Also, jetzt kommt der erste Fun Fact. War gerade kurzzeitig fassungslos, wusste ich in dem Moment auch nicht. Wir kommen zur Dichte. Und siehe da, die Dichte von Ethanol ist tatsächlich höher als von Superbenzin. So, Dichte gibt ja immer an, wie viel Gewicht ein bestimmtes Volumen von einem Teil hat, im Vergleich immer. So, und da wiegt ein Liter Superbenzin, wiegt nicht ein Kilo, wie ganz viele immer denken. Nee, Superbenzin wiegt 0,748 Kilogramm pro Liter.
Also ist deutlich leichter, ungefähr 25%, also 25% leichter, wie wenn ein Kilo ein Liter wiegen würde. Ethanol, jetzt kommt's, pures E100, wiegt 0,789 Kilogramm pro Liter. Ach. So, also 0,74 zu 0,78 heißt ungefähr 5% schwerer. Raus damit. So. Also, was machen wir denn da? So, ist schon krass, ne? Eigentlich. Wusste ich auch in dem Fall nicht, dass pures Ethanol, obwohl da Sauerstoff drin ist, am Ende schwerer ist. Okay, mal gucken, ob... In diesem Video sind wir auf jeden Fall auf an alle Chemiker unter euch angewiesen. Wenn ihr irgendwas dazu sagen könnt, in dem Fall, ihr dürft es alle gerne besser wissen, schreibt es unten rein. Ist wirklich nicht, Chemie ist nicht so meine Kernkompetenzen. Wenn zum Beispiel einer von euch weiß, warum Ethanol schwerer ist als Super, ballert es in die Kommentare. So, jetzt kommen wir zu den Faktoren, die für uns allmählich interessanter werden als das Gewicht. Weil ich wollte gerade sagen, aber Gewicht ist doch... Ja, aber die 5% hin oder her. Ach, so, wir haben auch lange überlegt, ob wir irgendwelche Versuche dazu machen können. Ja, ehrlich gesagt wollten wir jetzt aber nicht ein bisschen Sprit und ein bisschen Ethanol anzünden oder wegen diesen paar Gramm die Waage rausholen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen einfach mal ein gechilltes Video hier im Büro und ich versuche euch mal ein bisschen Ethanol zu erklären. Jetzt kommen wir zur Oktanzahl. Auch eigentlich Oktanzahl ist immer die ROZ, R-O-Z-Zahl, die zum Beispiel auch auf der Tankstelle hintersteht. Diese ist bei Superbenzin, man sagt auch so schön Super 95, bei 95. Und siehe da, Ethanol hat 104, pures Ethanol. Jetzt müssen wir immer dazu sagen, E85, das eigentliche Bioethanol, 85% Ethanol, 15% normaler Kraftstoff, geht natürlich wieder weiter runter, weil normaler Kraftstoff zugemischt ist. Das heißt, dort haben wir einen ROZ von 102. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, es gibt verschiedene Prüfverfahren, wie die Klopffestigkeit eines Kraftstoffes ermittelt wird. Das ist einmal ROZ, Researched, erforschte Oktanzahl. Das heißt, diese Oktanzahl, die da ist, ist wirklich ermittelt. Es gibt aber noch eine weitere Methode, das ist der MOZ, M-O-Z, steht auch meistens dahinter. Das wäre theoretisch die Kerngröße, die für uns viel interessanter ist, weil das ist die sogenannte Motoroktanzahl. Das lese ich einfach mal vor, die Definition ist einfacher. Die mit der Motormethode ermittelte Motoroktanzahl soll das Verhalten bei hoher Motorlast und hoher thermischer Belastung beschreiben. Hier werden beim Normmotor härtere Bedingungen angelegt, nämlich statt 600 nun 900 Umdrehungen pro Minute, eine automatisch verstellbare Zündeinstellung sowie eine Gemischverwärmung auf immerhin 145 Grad. Dadurch ist MOZ immer kleiner oder gleich der ROZ. So, das heißt, in dieser MOZ ist viel, viel mehr, also diese Norm, wie dieser Wert ermittelt wird, ist viel, viel mehr der Realität entsprechend als die ROZ-Zahl. Die ROZ-Zahl ist immer relativ kalter Kraftstoff ohne Last und so weiter. Die MOZ-Zahl ist schon viel entscheidender. So, jetzt ist allerdings das Problem, ich habe das ganze Internet auf den Kopf gestellt, ich finde diese MOZ-Zahl nicht für Ethanol. Superbenzin hat dort 85, 102 Oktan von Oral hat 90, aber ich finde definitiv nichts zum Ethanol. Also da seid ihr wieder gefragt, ich bin mal gespannt, wie hoch diese MOZ-Zahl vom Ethanol ist. So, also da haben wir auf jeden Fall schon mal festgestellt, Unterschied Ethanol-Super ist die Oktanzahl, die Klopffestigkeit, da kommen wir noch später zu. Erstmal gehen wir alle Eigenschaften durch und am Ende kommen wir dann zu den Vor- und Nachteilen. Eine weitere krasse Sache an dem Ethanol ist der Heizwert. Was ist der Heizwert? Der Heizwert gibt theoretisch an, wenn ihr diese... Also es ist die Eigenschaft der Flüssigkeit, wenn ihr sie verbrennt, wie viel thermische Energie dabei entsteht. Das heißt, man verbrennt als Beispiel 1 Liter Superkraftstoff und erhält dabei 6,3 Kilowattstunden, umgerechnet in Heizleistung, der Heizwert. So, was habe ich gerade für Zahl gesagt? 6,3? 6,3, ja. Okay, falsch abgelesen. Man verbrennt 1 Liter Super und hat dabei 8,4 Kilowattstunden aus 1 Liter Superbenzin. So, nun gehen wir zu Ethanol über und jetzt kommt der große krasse Unterschied. Bei Ethanol, würden wir jetzt 1 Liter Ethanol hier verbrennen, kriegen wir nur 5,5 Kilowattstunden raus. Das heißt, der Heizwert von dem Kraftstoff ist viel, viel, viel geringer. Das heißt, bei der Verbrennung wird viel weniger Energie freigesetzt. Was wiederum zur Folge hat, wenn wir
die gleiche Menge an Energie in einem Motor durch die Verbrennung erzeugen wollen, unabhängig wie sie am Ende in mechanische Energie umgewandelt wird, brauchen wir schon mal viel, viel, viel mehr Kraftstoff. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil 5,5 zu 8,4, da reden wir über 50%, die man an mehr Ethanol braucht, um auf den gleichen Heizwert wie von Ethanol zu kommen. Das war auch immer ein Punkt, der nicht zu unterschätzen war. Der Kraftstoff war zwar viel, viel, viel günstiger, man hat aber auch viel, viel mehr von gebraucht. So. Aber heißt das in dem Punkt dann nicht auch einfach, dass es kälter bleibt? Das ist ein Punkt, der kommt später. Alles klar. So, den Punkt haben wir später. Also kälter bleibt es nicht indirekt, aber da kommen wir später dazu. Mhm. Aber als Beispiel, wenn wir 1 Liter Heizöl verbrennen würden, kriegen wir tatsächlich 10 Kilowattstunden raus. Mhm. Wenn wir immer von einem idealen Wirkungsgrad von 100% ausgehen würden, was natürlich niemals sein kann, aber Holzkohle. Heizöl hat das Doppelte wie Ethanol und kommt auch noch über Sprit. So, nächster Punkt, weil es die Alltagstauglichkeit von Ethanol schon recht krass einschränkt, ist der Flammpunkt. Der Flammpunkt gibt bei einer Flüssigkeit an, was die minimalste Temperatur für dieses, ich sag jetzt mal, Benzin-Luft gemischt ist, damit es sich entflammt, also damit es sich entzünden kann. Mhm. So. Und siehe da, normaler Superbenzin verbrennt tatsächlich sogar noch bei minus 35 Grad. Das heißt, bei minus 35 Grad springt ein Auto immer noch super an, weil der Motor saugt ja die kalte Luft von außen an. Der Kraftstoff im Tank ist auch kalt. Das heißt, beim ersten Mal umdrehen ist theoretisch das Luft-Benzin-Gemisch im Zylinder die Außentemperatur. Und da springt Benzin tatsächlich bis minus 35 Grad an, was schon wirklich kalt ist. Ja. Ethanol, jetzt kommt's, 12 Grad. So, das heißt, pures Ethanol. Plus 12 Grad? Plus 12 Grad. So, man sagt auch immer, unter 10 Grad hat man echt Probleme, einen Ethanolmotor anzukriegen. Jetzt kann man natürlich mit dem Schlüssel die ganze Zeit auern. Durch die Kompression von der Luft, ist ähnlich wie bei einer Luftpumpe, wird das Ganze im Zylinder natürlich so langsam warm. Und irgendwann kommt man über die 10, 12 Grad und es springt an. Aber praktisch kann oben gezündet werden, wie man will, von der Kerze. Man kriegt das Gemisch einfach nicht an, weil das Gemisch braucht wirklich 12 Grad zum Entflammen. Krass. So. Jetzt kommt aber noch, Diesel ist noch viel, viel krasser. Diesel 55 Grad. So. Minus. Nee, plus. Hä? Das okay. Ist ja der Grund, warum du Diesel immer vorglühen lassen musstest früher, damit du im Brennraum schon richtig Wärme hast und dann erst, wenn du einspritzt, es quasi entflammt. Mhm. So. Jetzt redet man natürlich hierbei, diese 55 Grad sind für das nicht komprimierte Gemisch. Jetzt ist es natürlich so, dass das Gemisch im Brennraum natürlich noch komprimiert wird und dabei schon mal ein bisschen Wärme aufbaut. Ne? Aber wenn wir es erstmal nur von der Eigenschaft an der frischen Luft betrachten, haben wir Benzin minus 35, Ethanol 12 Grad, Diesel 55 Grad. Mhm. So, das heißt, im Vergleich zu Super braucht es mehr Temperatur. Das ist auch einer der Gründe, warum man bei dem Bioethanol auf E85 gegangen ist. Das heißt, man mischt 15% Sprit mit, weil man durch diese 15% direkt schon den Flammpunkt deutlich nach oben gesetzt hat. Das ist auch ein Punkt, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Diese 12 Grad, die ich euch gerade gesagt habe, ist natürlich auch ein Wert aus dem Internet. Ich habe keine Versuche gemacht. Diese 12 Grad, ob die für Bioethanol oder für Ethanol sind. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass diese 12 Grad sogar schon für die E85-Mischung sind und dass Ethanol pures sogar noch später erst zündfähig ist. Also ich sag mal bei 15, 18 Grad. Weil jeder, der schon mal ein pures Ethanol-Auto gefahren ist, ist wirklich, da ist der Startvorgang schon immer saftig, das Ding anzukriegen. Also ich denke mal, dass die 12 Grad eher für E85 sogar waren und pures Ethanol sogar noch später anspringt. So, das ist der Flammpunkt. So, was auch interessant ist, ist bei Ethanol, ist Ethanol benötigt für Lambda 1 viel, viel weniger Sauerstoff. Das heißt, das sogenannte, mal gucken, ob ich es aussprechen kann, stöchiometrische Verbrennungsluftverhältnis, was richtig? Ist auch egal, hatten wir auf jeden Fall bei den Top-Fuel-Motoren schon, gibt immer an für eine ideale Verbrennung, gleich Lambda 1,
das Verhältnis zwischen Benzin und Luft. So, bei Superbenzin brauchen wir 14,7 Kilogramm Luft für 1 Kilogramm Benzin. Und bei Ethanol sind es tatsächlich nur 9 Kilogramm Luft für 1 Kilogramm Ethanol zum Verbrennen auf Lambda 1. Diese Zahl muss auch so sein, sonst würde das Ganze keinen Sinn ergeben, weil wenn wir auf der einen Seite viel, viel mehr Kraftstoff einspritzen müssen, weil der Heizwert viel geringer ist, muss dieser Kraftstoff logischerweise ja mit viel, viel weniger Luft zusammenspielen. Sonst würde es im Motor gar nicht funktionieren. Sonst würde das ja immer behaupten, wenn wir viel, viel mehr Kraftstoff reinschmeißen, müssen wir auch viel, viel, viel größere Turbolader einbauen, um viel, viel mehr Luft zu haben. Und das ist der Grund, warum wir das nicht brauchen, weil 1 Kilogramm Ethanol mit viel, viel weniger Luft zurechtkommt als 1 Kilogramm Kraftstoff. Hat, glaube ich, damit aber zu tun, dass in dem Ethanol schon relativ viel Sauerstoff drin ist. Okay. Das ist dann allerdings so tief in der Chemie, das könnte ich euch auf jeden Fall nicht erklären. Ich weiß auf jeden Fall, bei Benzin ist, ohne mich festzunageln, Superbenzin ist, glaube ich, der Sauerstoffanteil irgendwo so bei 2-3% und im Ethanol ist der Sauerstoffanteil irgendwo bei 20-30%. Ach echt, so viel? Ja, und das ist dann auch dieser Unterschied, warum Ethanol weniger Luft zum Verbrennen braucht. Mhm. So, jetzt nochmal ein Punkt. Herstellung von dem Bioethanol. Bioethanol deswegen, weil es tatsächlich, also biologisch hergestellt wird. So, ich dachte, kommt vom Bauern nebenan. Kommt es theoretisch sogar? Also ist tatsächlich so, Zucker vergärt zu Ethanol, übertrieben gesagt. Okay. So, also man vergorene Maische, der wird, glaube ich, der Zucker entzogen und dann entsteht der Alkohol. Ist ähnlich wie, habe ich neulich im Fernseher Witziges gesehen, in Afrika machen so ein paar Mädels tatsächlich aus Bananen Bier. Und das wird auch ähnlich gemacht da. Okay. Soweit ich das verstanden habe, kann man es aber aus verschiedensten Rohstoffen machen. Also übertrieben gesagt, kann man Bioethanol selbst aus Kartoffeln machen. Nur, dass der Aufwand, es aus Kartoffeln zu machen, so hoch ist, dass es sich einfach nicht lohnt. Aber ist doch mit Wodka und sowas, wird doch auch aus Kartoffeln und so. Ja, ja klar, Alkohol ist gleich Alkohol. Welchen Alkohol du nimmst, wenn du erstmal den Bioethanol gemacht hast, kannst du den ja so oft destillieren und verfeinern, wie du dann willst. Ja. So, aber man kann auch mit dem Bio-Wodka machen, das geht definitiv. Ja, okay. So, hat auf jeden Fall was mit Zucker zu tun, mit Stärke. Das würde den Rahmen jetzt sprengen, wenn wir euch das ganz genau. Auf jeden Fall, Bioethanol ist tatsächlich 100% Bio. Und regional. Und regional. Damals. Jetzt heutzutage leider nicht mehr, weil seitdem es nicht mehr besteuert wird, ist das Thema leider raus. So, jetzt fangen wir mal an. Willst du erst die Vorteile oder erst die Nachteile im Betrieb? Erst die Nachteile. Erst die Nachteile, ne? Also ein wesentlicher Nachteil, den ich gerade schon erklärt habe, ist natürlich einmal der Verbrauch. Unabhängig von den Kosten. Erstmal ein Auto, was viel verbraucht, ist immer in Anführungsstrichen blöd. Weil es muss alles größer ausgelegt werden, vom Tank über die Pumpe, über die Düsen und so weiter. Mhm. Sowohl jetzt für denjenigen, der damals wirklich Ethanol gefahren ist, weil es günstig ist, als auch Ethanol für unsere Hochleistungsmotoren. Da ist natürlich auch das Problem, wenn ihr so viel mehr Ethanol braucht, wir reden von ungefähr 50%, es sind halt 50%. Das heißt, es muss wirklich alles größer, über Düsen, über Pumpe, über Stromversorgung der Pumpe, über Leitung. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen bei diesen Leistungen, wie viel Sprit das am Ende wirklich ist, der in den Motor rein muss. Ne? Weiterer Punkt ist das Anspringen, was ich gerade schon sagte. Das ist wirklich bei einem Alltagsauto, was bei 0 Grad draußen steht. Ich weiß noch, wenn wir immer so zum Race 1000 gekommen sind, 0 Grad rum, morgens, die ganzen Autos, die alle auf den Hängern standen, die den ganzen Tag noch gar nicht liefen. Das war immer witzig, wenn die im Fahrerlager angerissen wurden, weil man hat sofort gehört, Ethanol, E100, weil die brauchen wirklich 2-3 Startvorgänge, bis sie dann so viel Wärme aufgebaut haben, dass sie wieder dieses zündfähige Gemisch haben. Ne? Mhm. So, und der letzte Punkt ist halt, viele kennen ja auch Alkohol zum Desinfizieren oder zum Reinigen. Und diese reinigende Wirkung hat natürlich auch den Nachteil, dass sie natürlich auch im Motor reinigt. Das heißt, es hat keinerlei Schmierung. Wenn man einen Dieselkraftstoff mal anfasst, merkt man ja, wie der ölig und schmierig ist. Und Alkohol ist halt eher wie ein Desinfektionsmittel. Das heißt, es ist wirklich immer blank. Und überall, wo Teile mechanisch aufeinander arbeiten, ist es halt ja, von Nachteil, wenn da einfach keine Schmierung mehr ist. Und genauso ist es auch, wie wenn ihr euch jetzt in der Corona-Zeit jeden Tag die Hände desinfiziert habt und immer schön euer Lenkrad angepackt habt, werdet ihr feststellen, dass das Lenkrad nach kürzester Zeit einfach verschlissen ist.
weil halt einfach dieser Alkohol aus jeglichen Kunststoffen sowohl die Farbe als auch die Weichmacher rauszieht. Mhm. Rausziehen heißt wirklich, es zieht es in den Kraftstoff und wird in dem Fall mit verbrannt. Also schwieriges Thema. Gibt es zum Beispiel die Möglichkeiten, wie dass man zum Beispiel die kompletten Leitungen aus Teflon macht? Teflon ist so resistent gegen alles, da können selbst Säuren, Beize und so weiter durch, ohne Probleme. Nicht alle, aber viele. Somit ist das noch ein negativer Punkt. Sonst habe ich persönlich eigentlich keinen negativen Punkt von E85. Das Einzige, um jetzt nochmal auf den eigentlichen Motor zu kommen, das heben wir uns jetzt für den Schluss auf, was bei E85 im Betrieb auch negativ ist. Jeder, der ein Motorsteuergerät hat, was eine Klopferkennung hat, Benzin klopft und verbrennt viel lauter. Was ist überhaupt eine Klopferkennung? Eine Klopferkennung ist eigentlich ein kleiner Sensor, der auf dem Motorblock geschraubt ist. Und dieser Sensor hört die Frequenzen im Motor. Das heißt, da ist eine Spule drin, die fängt an zu schwingen und diese Schwingungen werden übertragen. Dann ist da noch ein Messverstärker dazwischen, als auch ein Filter. Das heißt, man muss dieser Klopferkennung beibringen, was jetzt wirklich ein Klopfen ist. Und dieses Klopfen ist bei Ethanol viel, viel, viel leiser. Das heißt, man hört es und nimmt es viel schlechter wahr als bei Ottokraftstoff. Ich werde es nie vergessen, damals mit Sascha in Berlin, als wir angefangen haben mit E85. Wir sind an der Tankstelle gefahren, haben das Auto auf Benzin ausgemacht. E85 in Tank, randvoll. Sascha, Laptop umprogrammiert, Sprit angepasst, dass er mit E85 anspringen sollte. Ich drehe den Schlüssel um, mache das Auto an und denke so, boah, ist das jetzt hier ein neuer Motor? Weil es ist tatsächlich so, alleine der Motorlauf im Leerlauf ist mit E85 viel, viel leiser als mit Benzin. Also man hört tatsächlich einen Unterschied. Das ist wirklich, wirklich krass. Und das spielt sich auch so ein bisschen dann später aufs Verklopfen. Da hört man auch viel, viel weniger. Jetzt zum Vorteil, jetzt kommt die ökologische Seite von uns. Bei der Verbrennung von Bioethanol, deswegen finde ich es eigentlich auch so schade, dass dort nicht weitergemacht wurde, entstehen deutlich weniger Treibhausgase. Das heißt, es ist für die Umwelt einfach viel, viel besser. Und dazu sind es auch ungefähr 15% weniger Kohlenmonoxid, was hinten aus dem Auspuff rauskommt. Ach, okay. Merkt man auch, weil nimmst du ein Auto ohne Cut, stinkt das wie Sau. Stinken, aber man muss wirklich dazu sagen, es stinkt schon. Wenn du einen ganzen Tag mal in der Werkstatt ein Auto ohne Cut laufen lassen, kommst danach nach Hause, kannst du dir sicher sein, dass das ganze Haus danach riecht. Also das ist wirklich krass. Ist bei Ethanol gar nicht. Also Ethanol riecht wirklich fast, außer dass es so ein bisschen süßlich ist. Anderer Punkt, weiterer großer Vorteil ist die höhere Klopffestigkeit. Das hatte ich euch ja schon erklärt mit dieser Rotzzahl. Rotzzahl klingt immer so rotzig. Ist wirklich so hoch, dass es bringt erstmal nichts, wenn man es einfach nur in den Motor reinkippt. Wenn man den Vorteil von Ethanol richtig nutzen will, muss man den Motor darauf anpassen. Das heißt, wenn ihr vorher einen Motor hattet, der ungefähr 8:0 verdichtet ist, könnt ihr mit Ethanol locker auf 8,5:1 verdichten gehen. So, was heißt Verdichtung erhöhen? Das heißt, das gesamte Luft-Kraftstoff-Gemisch wird, wenn der Kolben hochgeht, viel, 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 viel weiter komprimiert, bevor es entflammt wird. Das heißt, das kann man sich jetzt so ganz grob ungefähr vorstellen, man nimmt einen Luftballon, der ist schwach aufgeblasen und haut mit der Hand drauf, oder man nimmt einen, der kurz vorm Platzen ist, haut mit der Hand drauf. Der kurz vorm Platzen ist die hohe Verdichtung, der knallt viel, viel lauter als der mit der niedrigen Verdichtung. Mhm. Das heißt, wenn man den Ethanolkraftstoff maximal nutzen will, muss man wirklich mit der Verdichtung ein bisschen hochgehen. Idealverdichtung für E85 in meinen Augen irgendwas so zwischen 8,5 und 9:1. Bei normalen Superbenzin eher so 7,8 bis 8,5:1 und schon kommt am Ende auch mehr Leistung bei raus. Jetzt wieder der Punkt, Verdichtung hoch, warum mehr Leistung? Liegt einfach daran, wenn die Verdichtung höher ist und ist einfach die Verbrennung stärker. Das heißt, bei der Verbrennung geht es immer um den sogenannten Mitteldruck. Das heißt, der Druck, der im Mittel, also im Durchschnitt, im Zylinder herrscht, weil dieser Druck drückt ja anschließend den Kolben wieder runter. Und je höher dieser Mitteldruck wird, je mehr Leistung ist einfach da, weil einfach der Kolben stärker nach unten gedrückt wird. Und jetzt ist es so, wenn ein Gemisch weiter komprimiert wird, bevor es entflammt wird, ist natürlich anschließend die Verbrennung umso heftiger. Und ihr kriegt einfach mehr Druck auf den Kolben. Jawohl. Genau, das wollen wir. Andere Variante, wenn ihr mit der Verdichtung nicht weiter hochgehen könnt, könnt ihr natürlich das Ganze künstlich machen. Das heißt, ihr geht mit der Zündung auf früher, die sogenannte Frühzündung.
Richtwert bei Ethanol sind immer ungefähr 8 bis 10 Grad früher zünden als der Motor vorher auf normalem Superbenzin. Was heißt früher zünden? Man, da ja jegliches Kraftstoff-Luftgemisch eine gewisse Zeit braucht zum Durchbrennen, das heißt der Punkt, wenn die Kerze sagt, so jetzt entflammen, bis es ist vollständig durchbrannt, ist immer eine gewisse Zeit. Und diese Zeit muss so gewählt werden, dass zum idealen Zeitpunkt vom Kolben dann halt auch passend dazu der Druck im Zylinder am höchsten ist. Das heißt, es darf auf gar keinen Fall vor OT sein, weil sonst würdet ihr den Kolben wieder runterdrücken. Beim wieder hochgehen, das will man ja nicht. Es darf aber auch nicht zu weit dahinter sein, weil dann ja automatisch der Kolben runtergeht und auch wieder es sich alles ausdehnen kann und somit eh der Druck abfällt. Jetzt kann man aber künstlich mit einer weiteren Frühzündung Folgendes erreichen, dass quasi sich das Gemisch schon entflammt und ausbreitet, während es gleichzeitig durch den hochgehenden Kolben wieder weiter komprimiert wird. Das heißt, man erzeugt was, ganz grob gesagt, was ähnliches wie eine höhere Verdichtung, indem man halt einfach das Gemisch schon expandieren lässt, während das Volumen aber wieder kleiner wird. Das ist die sogenannte Frühzündung. Und da meine Empfehlung, kann man mit E85 so 8 bis 10 Grad mehr fahren. Problemlos. Ein letzter Vorteil, dann sind wir auch schon am Ende, dann sind wir eigentlich bei dem Punkt, den du vorhin angesprochen hattest, dass durch die hohe Menge logischerweise Ethanol auch viel kälter verbrennt. Das ist... Eigentlich ist das die sogenannte Innenkühlung von dem Kraftstoff. Das heißt, die innere Kühlung ist bei Ethanol viel, viel höher. Viel, viel höher heißt, durch die Verdampfungswärme gibt an, wie viel Energie man in eine Flüssigkeit stecken muss, um sie vollständig zu verdampfen. Da bei euch aus dem Auspuff logischerweise nicht flüssig Benzin rauskommt, oder Ethanol, bei den meisten zumindest, heißt das, wir müssen in den Kraftstoff so viel Energie stecken, dass es vollständig verdampft, weil es kommt ja komplett verdampft raus. Ja. So, das ist die Verdampfungsenergie. Die Verdampfungsenergie bei Ethanol ist ungefähr dreimal so hoch wie bei Benzin. Das heißt, ganz, ganz, ganz viel Energie geht alleine schon verloren bei der Reaktion, dass, also nicht verloren, sondern sie geht aus dem Auspuff raus, weil es so schwer ist, den Ethanol zu verdampfen. Ein Funfact noch dazu, Wasser, die Verdampfungsenergie von Wasser ist nochmal dreimal höher. Ach krass. So, deswegen ist es auch so schwer, einen Kochtopf zum, also ich finde es immer wieder beeindruckend, koche zwar nicht so viel, aber wenn ich dann doch mal einen Kochtopf auf den Herd stelle, wie lange es doch dauert, um diese 10 Liter, 5 Liter so richtig zum Brodeln zu kriegen. Ne? Ja. So, und dann ist es ja nicht so, dass die komplett koch mal so einen kompletten Topf leer. Dass komplett alles raus ist. Ne? Ja, dauert das, ja schon ein bisschen. Dauert, ne? Ja. So, Wasser, Verdampfungsenergie, also Verdampfungswärme, dreimal höher, jetzt kommt's. Deswegen ist man ja auch auf diese Wassermethanol-Einspritzung gekommen. So, weil wenn man Wasser in den Ansaugtrakt spritzt, ist die Verdampfungsenergie halt dreimal höher als bei Kraftstoff. Das heißt, das Wasser nimmt noch viel, viel mehr Temperatur aus der angesaugten Luft. Können wir aber später nochmal drauf kommen, könnte man schön bei W wie WMI drauf eingehen. Das heißt einfach, die Verdampfungswärme von dem Ethanol ist so hoch, dass viel Energie alleine für das Verdampfen drauf geht. Und dann kommt ja auch noch dazu, haben wir ja gemerkt, dass wir so viel von dem Ethanol brauchen. Das heißt, die Verdampfungsenergie ist nicht nur hoch, sondern wir wollen noch viel verdampfen. Und das hat zur Folge, dass das Ethanol in Summe kälter verbrennt als Benzin. Wenn man das Ganze natürlich dann wieder ans Limit treibt, das heißt Verdichtung hoch und so weiter, wird natürlich passend dazu die Temperatur auch wieder genauso hoch. Also das ist jetzt keine Garantie dafür, dass Ethanol immer kälter verbrennt. Wenn alle Bedingungen gleich bleiben, ist natürlich Ethanol kälter. Wenn wir aus dem Ethanol wieder eine Mehrleistung rausholen, geht auch da die Temperatur wieder hoch. Ich persönlich konnte aber feststellen, zwischen Ethanol und Benzin sind von der Verbrennungstemperatur, die wir im Krümmer messen, so zwischen 70 und 100 Grad Unterschied. Also mehr ist es auf jeden Fall nicht. Manche, ich habe da öfter mal was von 200, 300 Grad gelesen, das ist auf jeden Fall Quatsch. Es sind wirklich nur 70 bis 100 Grad. Das heißt in Summe, ich bin absoluter Ethanol-Fan. Die paar negativen Sachen, die man da so liest und hört, da kann ich auf jeden Fall drauf verzichten. Ich werde auf jeden Fall weiter Ethanol fahren. Ach so, ja, ganz viele Kommentare habe ich gelesen. Ethanol selber mischen. Das ist noch ein cooler Punkt. Ich habe euch ja schon erklärt, E85 heißt 85% Ethanol, 15% Sprit.
Früher an der Tankstelle gab es eigentlich nie so einen guten E85. Dort gab es immer Winterethanol und Sommerethanol. Das heißt, im Winter war meistens eher sogar E65 drin, damit die Kisten, die auf Ethanol liefen, im Winter auch gut angesprungen sind. Und im Sommer war man immer so ungefähr bei E82, 83. Meine persönliche Erfahrung ist, dass ab E70 es kaum noch was bringt, mehr Ethanol reinzupacken. Also vom Klopfen her macht das keinen Unterschied. Je mehr Ethanol reingeht, je kälter wird es halt nur. Mhm. Deswegen bin ich immer jemand, der in Summe so E83 fährt. Warum E83 ist eigentlich recht einfach. Ich mische immer. Man darf immer nicht bei der Ursprungsmenge bleiben beim Mischen, sondern man muss sich ja immer das Ergebnis überlegen, weil wir wollen ja das Verhältnis vom Ergebnis haben. So, das heißt, in Summe habe ich jetzt als Beispiel 30 Liter. Diese 30 Liter setzen sich zusammen aus 25 Liter E100 und 5 Liter 102. So, warum 102? Im normalen Tankstellen E85 damals war irgendeine Plörre reingemischt. Wenn man es schon selber mischt, kann man natürlich auch die 5 Liter 102 nehmen. So, jetzt rechnen wir mal einmal kurz. Jetzt müssen wir das Ganze nämlich auf 30 Liter rechnen. Wir wollen den Anteil von Ethanol, das heißt, wir rechnen jetzt 25 geteilt durch 30. Also wir haben in Summe 25 Liter geteilt durch 30 in Summe und siehe da, sind bei E83. Mhm. So, das ist das Verhältnis, was ich immer fahre. Muss man immer aufpassen, man darf nicht mit dem Ethanolgehalt am Anfang rechnen, weil viele werden nämlich Folgendes machen. Die gucken sich das an, sagen 25 Liter E100, dazu gebe ich jetzt 5 Liter 102. Das sind ja quasi dann, ist ja dann ein E80. Mhm. Ist aber kein E80, sondern ist E83, weil man muss es immer auf die Summe rechnen. Aus 10 Minuten kurz mal ein bisschen Ethanol erklären, ist doch wieder ein bisschen mehr geworden. Mhm. Ich freue mich wirklich auf eure Kommentare. Alles, was ihr zum Thema Ethanol wisst, klatscht da mal rein. Wenn einer von euch vielleicht durch Zufall in der Bioethanol-Herstellung arbeitet, wenn es bis heute sowas noch gibt, würde ich mich dort auch liebend gerne einmal selber einladen. Würde ich mir auf jeden Fall gerne einmal angucken. Ja, das ist bestimmt interessant. Fände ich auch übelst cooles Thema, mal ein eigenes Bioethanol hergestellt haben und dann später in dem Auto zu fahren. Ja. Also, fände ich auch übelst cool mal. Ich feiere den Kraftstoff, ich finde es gut. Was macht man mit Ethanol sonst noch so? Man kippt es zu Hause in den Kamin. Fast alle, die zu Hause so einen Kamin haben, die nehmen da alle Ethanol für, weil es halt eben so geruchslos ist und nicht rußt. Auch nochmal ein Punkt. Benzinautos haben ja die Eigenschaft, wenn sie überfetten, das heißt, wir fahren nicht Lambda 1 als Verbrennungswert, sondern fahren ein 0,75. Dann neigt Benzin beim Verbrennen zum Rußen. Das heißt, immer wenn ihr, sieht man manchmal, wenn man reintritt, dass hinten so eine schwarze Wolke rauskommt. Das macht Ethanol zum Beispiel auch fast gar nicht, bis gar nicht. Auch ein cooler Punkt. Das heißt, gerade diese Lastzustände, wo Ethanol dann doch mal fettiger läuft, kommt nicht gleich so eine schwarze Wolke hinten raus. Und das widerspiegelt halt auch einfach, wie sauber dieses Ethanol verbrennt. Denke, war trotzdem ganz cool, oder? Ja, mal wieder viel gelernt auf jeden Fall. Ein bisschen was zum Thema Ethanol gelernt. Entschuldigt, dass ich nicht der Vollchemie-Professor bin. Jetzt rückwirkend hätte ich mir natürlich auch geil so einen weißen Kittel anziehen können. Ne? Ja, hätte gepasst auf jeden Fall. So einen weißen Chemiekittel. Orange, ja. Orange. Egal, beim nächsten Mal. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Restabend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.